So, Teil 2, die Fragen an eure Fanfragen an Johannes Wasilewski. Es sind eine ganze Menge, ich hoffe, ihr habt Urlaub. So, wie geht's dir? Und hast du dich gut eingelebt in Dessau? Also auf jeden Fall, also mir geht's ziemlich gut und ich habe mich auf jeden Fall eingelebt, weil die Spieler sind noch relativ jung, das habe ich schon oft gesagt, und die haben mich ziemlich gut aufgenommen. Ich finde, es ist hier wie eine Familie. Nee, aber es macht auf jeden Fall Spaß und macht auch mit Uwe Spaß als Trainer, weil der versucht auch 100% rauszuholen, und das ist eine geile Mannschaft und ich freue mich auf jeden Fall auch weiter hier in Dessau zu bleiben und zu spielen. Das hört sich sehr gut an. Was waren deine Beweggründe, von Magdeburg nach Dessau zu wechseln? Das sind persönliche Gründe. Ich wollte mich allgemein weiterbilden, weil ich finde, in der zweiten Liga hat man bessere Chancen, gegen bessere Spieler zu spielen und sich in dieses Spielgeschehen besser reinzufinden, weil das auf jeden Fall viel schneller ist als die dritte Liga. Und man kann sich auch messen mit den anderen Spielern, weil es sind auch definitiv viel bessere Spieler als man selbst. Und man kann sich dann so halt weiterentwickeln und sich halt messen gegenüber den anderen Mannschaften und anderen Spielern. Am 18.12. hattest du dein erstes Spiel gegen Emstetten gemacht. Wie oft hast du davor trainiert und wie verlief das Spiel aus deiner Sicht, dein erstes Spiel? Also auf jeden Fall habe ich 2 Wochen davor trainiert. Das ging ja relativ schnell. Und das erste Spiel verlief für mich erstmal, ich war erstmal mega nervös, erstmal eingelaufen, kam ich auch ein bisschen zu früh rein. Aber das erste Tor war auf jeden Fall der Höhepunkt, und dann erstmal Leute alle geschrien haben, Johannes Wasilewski und alles, was dazu gehört, das war echt genial. Und ja, und hoffentlich, es geht jetzt weiter mit den Toren, und da bin ich auch stolz drauf. Ja. Du hast die Fans gerade angesprochen, die sind hier in Dessau schon was Besonderes, das kann man, glaube ich, sagen. Es gibt mehrere Fanclubs, es fahren immer sehr viele mit auswärts, und du bist auch sehr warm empfangen worden. Hast du das so auch empfunden, und jetzt am Sonntag bist du auch gefeiert worden ohne Ende? Natürlich, also der Fanclub ist auf jeden Fall überragend, vor allem, dass die auch zu den Auswärtsspielen immer fahren. Und zum Beispiel nach Nordhorn, da fährt man 6-7 Stunden mit dem Bus hin, und dann fahren die Fans einfach mit und dann feiern die, und dann ist einfach übelst die geile Kulisse im gegnerischen, wie heißt es, Stadion oder Halle, genau, und die machen immer Ramazamba und sind immer voll dabei und feiern jedes Tor, jede Aktion. Und was ich auch cool finde, dass sie auch in der Abwehr, wenn wir in der Abwehr stehen, auch einfach Vollgas geben und einfach den Gegner aber keine Chance lassen, irgendwas zu reißen. Das finde ich halt exzellent. Sehr schön. Auf den Handball bezogen, welche Stärken besitzt du und woran müsstest du noch arbeiten? Also Stärken auf jeden Fall ist, ich bin halt ein guter Bauchspieler, also ich kann, mache halt mal Aktionen selber und treffe dann auch das Tor, aber der Nachteil ist halt, ich muss halt Disziplin reinbringen, mehr durchspielen, mehr, wie ist es mit dem Kopf spielen, mehr in das System reinkommen, also jetzt nicht einfach auf wild drauf los, Ball nehmen und drauf schroten, sondern einfach auch mitspielen, und dann kommen die Chancen von ganz allein. Das muss ich halt noch ein bisschen, wie ist es, lernen. Arbeitet aber Uwe schon daran, und allgemein das Passspiel ist noch nicht so gut, woran ich noch arbeiten muss. Genau. Eine weitere Fanfrage, die eingereicht worden ist, ist das eine besondere Situation, mit deinem Bruder zusammen in einer Mannschaft zu spielen? Hilft dir das? Also ja, natürlich, es macht auf jeden Fall richtig Spaß, weil es kommt immer so rüber, wenn man mit seinem eigenen Bruder spielt, dass man sie so selber tickt, man weiß halt, wo der andere Spieler hinläuft, und das ist halt relativ cool, und man feiert sich halt, wenn der Bruder halt ein Tor macht, dann ist es halt wie wenn du ein eigenes Tor machst, das ist halt Familie, und das ist halt das Beste. Wenn man mit seinem Bruder zusammenspielt, kann man sich auf jeden Fall feiern. Man kann auch viel mehr Späße miteinander machen. Das Dumme ist halt, wenn man halt tagtäglich aufeinander rumhockt, da wird es manchmal auch ein bisschen kritisch, aber das ist ja mal Bruderliebe, Hass und Liebe zugleich, ja. Sehr schön. Du hast es gerade angesprochen, Spaß haben mit seinem Bruder. Ganz allgemein gesehen, was kann Johannes Wasilewski denn besser als Maximilian Wasilewski? Also ich würde mal sagen, ich weiß nicht, da kann man einfach nur was Falsches sagen. Also ich würde mal sagen, ich kann besser durchspielen und ja, ich kann besser durchspielen. Und Max hat aber dafür den härteren Wumms, also er ja, kann da seine 110 Stundenkilometer da aufs Tor flacken, wenn nicht sogar noch mehr. Also das ist halt sein Vorteil. Und er ist halt größer und massiver und schwerer. Ach, das war ganz allgemein gesehen, oder? Ach so. Gut, ja gut, also ja, ganz allgemein. Ach ja, steht auch da. Entschuldigung. Ganz allgemein gesehen, was kannst du besser als dein Bruder? Also, was ich besser kann, finde ich, ist
aufräumen. Und Max kann besser kochen, weil ich kann nicht so gut kochen, aber das muss ich noch bei Mama noch ein bisschen abgucken, deshalb läuft's. Aber wir sind ein gutes Team zusammen, wir passen halt gut zusammen, sind halt Brüder, es passt halt immer. Genau. Sehr schön. Und Autofahren kann ein bisschen besser, auch nur ein bisschen. Autofahren. Autofahren, ja. Sehr schön. Ja. Und jetzt natürlich die Frage umgedreht, was kann dein Bruder besser? Hast du eigentlich auch schon gesagt, wa? Gut, okay, du schneidest raus. Was fasziniert dich beim Handball am meisten? Was mich fasziniert, ist die Stimmung. Also jedes Mal, wenn man ein Tor wirft oder allgemein, wenn irgendwer ein anderer wie es ein Tor wirft, dass man sich einfach feiert und das Gewinnen. Wenn man gewinnt, ist es immer viel happy. Also wenn du dann in der Kabine bist oder so, dann kannst du auf jeden Fall auf dieses Spiel, wenn du gewonnen hast, kannst du viel besser einen drauf trinken, als wenn du halt verloren hast. Das ist, ja genau, der Jubelkreis ist auf jeden Fall auch genialer. Und wenn du zu den Fans gehst mit einem Lachen im Gesicht statt Trauer, wenn du verloren hast, aber mit einem Gewinnerlächeln, ist immer alles besser. Genau. Das hört sich gut an. Was sind deine Hobbys außerhalb vom Handball und für welche anderen Sportarten interessierst du dich noch, zum Beispiel Bayer Leverkusen? Also meine Hobbys sind auf jeden Fall, also ich gucke sehr gerne Filme oder Serien und ich favorisiere Football, weil Football ist ein geiler Sport, ist ein Kontaktsport oder besser gesagt Kollisionssport und Handball ist natürlich auch ein geiler Sport. So, vorletzte Frage. Übernächste Woche beginnt die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Ferndorf. Hat die Vorbereitung auf dieses Spiel bereits begonnen? Ja, auf jeden Fall. Wir trainieren jetzt schon seit zwei Wochen schon vier das Spiel. Jeden Tag fast zweimal mit Krafttraining und Halleneinheiten. Und es ist auf jeden Fall laufintensiv, weil wir müssen auf jeden Fall versuchen, wieder ins Tempospiel zu kommen. Und das ist halt die Vorbereitung aufs Ferndorf-Spiel. Und wir machen jetzt auch viel... Wie ist es? Abwehrtaktische Sachen in Bezug auf Ferndorf, wie zum Beispiel. Das sind halt die Sachen, die wir zurzeit als Vorbereitung für ihr Ferndorf-Spiel gemacht haben. Genau. Okay. Letzte Frage. Welche sportlichen Ziele hast du für dich persönlich und vor allem mit dem DRV für die Zukunft? Also auf jeden Fall will ich mich beim DRV weiterbilden, auch mit Uwe, den Trainer, mit der Mannschaft mich weiterbilden und versuchen, den... Wie ist es, zweite Liga zu halten, wenn nicht sogar einen besseren platzierten Platz in der oberen Hälfte zu kriegen? Das wird halt schwer. Wir versuchen es. Wenn nicht, dann ist auf jeden Fall das Ziel, zweite Liga zu bleiben. Und das ist halt mein Ziel für diese Saison. Genau. Und halt mit den Fans auf jeden Fall ohne Stimmung zu machen. Also, uns wurden immer noch fleißig Fanfragen zugesandt, als wir Teil 1 gemacht haben. Eine weitere Fanfrage, hatte Johannes Wasilewski auch andere Angebote, also von anderen Vereinen? Bei den Seattle Seahawks natürlich, als, nee, als in Bayer Leverkusen natürlich nicht vergessen, Miami Heat natürlich auch. Ja, bin ich halt ziemlich bekannt, nein, Spaß. Also ich hatte Angebote, aber für mich wollte halt so erstmal so nah wie möglich an meine Heimat ran, weil so weit weg wäre erstmal nicht so gut gewesen. Und mit meinem Bruder wollte ich auf jeden Fall zusammenspielen, weil es macht auf jeden Fall Spaß, mit meinem Bruder zu spielen. Das war der Beweggrund, auf jeden Fall erstmal nach Dessau zu gehen. Genau. Okay, die zweite Frage, wie lange hast du unterschrieben und wie langfristig planst du beim DRHV? Also erstmal habe ich bis zum Saisonende unterschrieben, weil die halt noch ein, weil Dessau halt noch einen Spieler brauchte. Und dann mal gucken, wie die Leistung halt ist. Wenn man sich halt gut reinfindet in die Mannschaft und halt gut spielt, dann hoffe ich mal, dass dann irgendwann auch mal eine Vertragsverlängerung kommt. Genau. Sehr schön. So, wie war das Gefühl, zum ersten Mal für den DRHV aufzulaufen und vor allem das erste Tor für Dessau-Roßlau zu werfen? Naja, also es war auf jeden Fall ein richtiges Knistern. Also ich dachte erstmal nicht, dass ich beim ersten Spiel spiele, obwohl ich habe erst zwei Wochen trainiert beim Verein. Und dann auf einmal sagt dann Uwe in der zweiten Halbzeit zu mir so, ja, Basi, wie ist es, wenn nichts läuft, dann kommst du als Joker rein. Und ich dachte mir so, ah, als Joker, so, dachte ich mir so, was? Und dann kam ich halt rein und dann war das Gefühl, das erste Tor und das erste Mal, wenn du reingelaufen bist, meine Freunde waren ja auch da, die haben, als ich reingekommen bin, haben die ja gejubelt und dann saß auch Max Scheithauer hinter der hinter der Bank und als ich das erste Tor gemacht habe, da hat mich einfach auch mega gefeiert und die ganzen Fans und gleich gerufen und ich dachte mal, Alter, hier bin ich zu Hause. Dachte ich sofort, genau. Sehr geil. So, das war ein sehr schönes Schlusswort. Hier bist du zu Hause.
Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, grüße natürlich alle Fans von Sportstadt Dessau-Roßlau und wir werden uns am Wochenende wieder melden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.